Alles Gute kommt von oben, sagten sich offenbar die Luzerner. Und treffsicher waren sie auch, die Fallschirmspringer. Sie sollten dem FC Luzern Glück bringen, der auf die verletzten Halter Grettarsson, Mohr und Kaufmann verzichten musste. Dafür war der Isländer Torfason erstmals in dieser Saison von Anfang an dabei. Die Luzerner in den blau-weißen Jerseys und hier ein Foul an Lunde bereits in der zweiten Spielminute. Lunde, der heute Abend nicht sonderlich auffiel, aber einige ganz gute Szenen hatte. Er tritt den Freistoß selbst vorne im Bild, Schiedsrichter Filippo. Zuffi, 1:0 für die Young Boys nach nur einer Minute und 40 Sekunden. Vierer, der Zuffi zu bewachen hatte, für einen Augenblick unaufmerksam, vielleicht auch noch nicht richtig eingestellt auf seinen Gegenspieler, und Zuffi konnte praktisch ungehindert einköpfen. Keine Abwehrchance für Torhüter Wader. Dieses 1:0 versetzte den Luzernern offenbar einen kleinen Schock, denn die Berner waren nun in der Folge drückend überlegen. Bammert. Und Waser etwas unsicher, keine nachteiligen Folgen aber für den FC Luzern. Ab der 12. Minute etwa erholten sich dann die Einheimischen etwas, kamen nun vermehrt in die Abwehrhälfte der Young Boys. Torfason mit einem guten Schuss. Der erste Schuss auf das Tor von Torhüter Zurbuch. Dann Martin Müller. Dann hier noch Marini am Ball. Und hier verpassen Martin Müller und Torfason diese gute Hereingabe von Widmer. Das hätte der Ausgleich sein können nach 17 Minuten. Bernastina mit einigen hervorragenden Einzelleistungen. Martin Müller und eine glanzvolle Reaktion von Torhüter Zurbuchen. Weber rettete zum ersten Corner in diesem Spiel. Dann Zuffi. Immer wieder er mit brillanten Vorstößen und hier verpasste er das Ziel nur knapp. Immer wieder die Young Boys jetzt, die vehement angriffen und das 2:0 suchten. Fritz. Und Lunde, aber Schiedsrichter Filippo entschied hier auf Offside. Sein Linienrichter sah kein Offside, aber Filippo annullierte diesen Treffer. Vielleicht ganz, ganz knapp das Offside von Lunde. Ein Fehler dann von Weber, direkt auf die Füße von Torfason, und Gans konnte im letzten Moment dazwischenfahren. Das sehen wir hier noch einmal. Torfason und vom rechten Bein von Gans wird der Ball abgelenkt. Auf und ab wuchte jetzt der Kampf. Ein Pfostenschuss wieder von Zuffi. Pech hatten die Young Boys in dieser Phase auch noch. Das 2:0 wäre möglich gewesen, aber kurz vor der Pause auch das 1:1. Dann die zweite Halbzeit. Die Luzerner jetzt von links nach rechts spielen. Ein guter Schuss von Bernastina. Aus der Luft abgenommen diesen Ball, aber Zurbuchen ohne Problem. Dann Wierli, der sehr offensiv spielte heute Abend. Torfason und wieder Zurbuchen. Aber die Luzerner, die waren nun immer besser im Spiel. Die Young Boys versuchten das 1:0 zu halten und das war gefährlich. Torfason zu Bernastina. 25 Meter, das 1:1 in der 50. Spielminute. Zwei Minuten zuvor hatte Bernastina noch nicht reüssiert und jetzt gelang ihm der nicht unverdiente Ausgleich. Man ließ ihn hier ziehen, er wurde zu wenig energisch angegriffen und dann dieser satte Schuss und Zurbuchen war beschlagen. Bei dieser Aktion dann verletzte sich der Isländer Torfason am Kopf. Er wurde ausgewechselt, musste vom Platz gehen und für ihn kam dieser Mann hier, der 18-jährige Heinz Rechsteiner,
ein eigener Junior des FC Luzern bei seinem allerersten Nationalliga A-Einsatz. Heinz Rechsteiner führte sich recht gut ein Friedel raus. Der Trainer gar nicht zufrieden, er hatte nur zwei Ersatzleute auf der Bank. Das Kader ist wirklich klein geworden, Halter und Mohr sollen aber spielen können am Mittwoch in Moskau. Dann diese Situation, ein Foul von Zuffi, der schon verwarnt war, und dann diese abschätzige Geste gegenüber Schiedsrichter Filippo. Und Filippo blieb gar keine andere Möglichkeit, als Zuffi die rote Karte zu zeigen. Ein hartes Verdikt sicher, aber als Nationalspieler sollte man wissen, dass man, wenn man eben schon verwarnt ist, halt solche Sachen nicht mehr tun sollte. Ab diesem Moment die Young Boys also nur noch zu 10. Ein Freistoß von Wehrli dann, 7 Minuten vor Schluss. Baumann und Zurbi. Dann wieder ein Freistoß, praktisch die genau gleiche Situation. René Sutter auf der linken Seite. Er war eingewechselt worden für Gertschen. Lunde lässt den Ball durch, Pritz und die Eiziner, das 2:1 für die Young Boys. 5 Minuten vor Schluss. Die Eiziner, dem so vieles misslungen war am heutigen Abend, ihm gelang der Führungstreffer. Noch einmal sehen wir diesen Pass von Sutter, Lunde lässt durch, Pritz und die Eiziner keinesfalls in Abseitsposition. Ein reguläres Tor. Das 2:1 für die glücklichen, für die auch etwas abgeklärter spielenden Young Boys. Die letzte Chance dann, Bernaschina und Führer über das Tor. Es blieb beim etwas glücklichen 2:1-Sieg für die Young Boys. Es war der erste Auswärtssieg der Berner überhaupt in dieser Meisterschaft und zugleich auch die erste Heimniederlage für den FC Luzern, der die beiden ersten Heimspiele in der neuen Meisterschaft ja gewonnen hatte. 2:1 für die Young Boys.